Hallo und herzlich willkommen bei SQNG Enterprises oder SIQ Enterprises. Wir haben uns noch nicht wirklich auf einen Namen geeinigt, aber auf jeden Fall, hier ist Ishma und heute oder beziehungsweise gestern oder je nachdem, wann dieses Video rauskam, ist ein Video aufgetaucht von IGN, in dem es um einen Vidoc von Halo 5 geht, A Hero Reborn. Und das würde ich gerne mit euch durchgehen und mal schauen, was wir an kleinen, winzigen Details in diesen Videos finden, das uns ein bisschen Auskunft gibt über das, was uns in der Kampagne von Halo 5 Guardians erwartet. They recognize that they are weapons and that they were made to be used to kill other things and to destroy other things, and they've made peace with that as they've grown into who they are. And you notice that, like, when we talk about them in the books, we never have them bothered by the whole deal of them being abducted. Hier sehen wir einen lustigen Zettel aufgehängt bei 343 Industries direkt in der Firma, und auf dem steht geschrieben Act 1, und da ist so ein lustiges Diagramm zu sehen. Was genau das jetzt ist, da lässt sich nicht drauf schließen, aber ein lustiges Gimmick ist, dass Act 1 anscheinend direkt übersetzt dahinter nochmal in der Covenant-Sprache aufgeschrieben wurde, also in der Sprache der Allianz. Warum die das gemacht haben oder ob sie totale Geeks sind, weiß ich leider nicht. They're almost always looking at that as, well, if it didn't happen, there wouldn't be a human race to protect anymore. And so there's a really deep sort of gravity. Dieser Mann in Rot bedeckt gerade mit seinem wundervoll geformten Körper einen Monitor auf der rechten Seite, auf dem eine Cutscene von Halo 5 Guardians zu sehen ist. Darin zu sehen, der Master Chief, der cool zur Seite schaut und anschließend cool an der Kamera vorbeisieht. Dann noch zu sehen, ein Spartan, der an ihm vorbeiläuft, einer vom Blue Team anscheinend. Ob es Linda oder Kelly ist, ich würde auf jeden Fall auf einen dieser beiden tippen. Die gehen da gerade Richtung Nirvana auf jeden Fall. Die sind nicht in einer Forerunner Facility, so wie das aussieht. Es leuchtet oder blinkt rot im Hintergrund. Es scheint also eine Einrichtung von Oni oder dem UNSC zu sein, dass sie infiltrieren. Möglicherweise die zweite Mission des Spiels mit dem Namen Blue Team, das einige Leute ja schon bereits bei einem Rundgang bei 343 Industries durchführen durften. To their understanding of being a Spartan. Auf diesem Monitor, an dem der nette Herr hier gerade arbeitet, sieht man ziemlich eindeutig eine Alpha-Version des Spiels. Man sieht auch ganz leicht in der unteren rechten Bildschirmecke, dass es eine Pre-Release-Software ist, was ja auch logisch ist, denn es ist bereits immer noch Pre-Release. Darauf zu sehen ein Battle Rifle mit einem neuen Scope Attachment, ähnlich dem des das vom DMA sieht, glaube ich, noch etwas anders aus. Auf jeden Fall in Warzone, auf jeden Fall zugänglich, diese Waffen-Attachments, und höchstwahrscheinlich auch teilweise in der Kampagne. Als NPCs, nenne ich sie jetzt einfach mal, dort zu sehen sind waffenlose Spartans in einer Standardhaltung, also nichts Oberdramatisches. Was mir hier jetzt aber gerade noch auffällt, er hat dieses Battle Rifle mit dem Attachment. Und in der oberen linken Ecke sieht man diese Waffe ausgewählt und nochmal, obere rechte Ecke, Entschuldigung, und nochmal rechts oben drüber davon ist seine Zweitwaffe zu sehen, die wiederum auch ein Battle Rifle ist, soweit ich das hier erkennen kann. Das heißt, man kann zwei Battle Rifle dabei haben, Hauptsache sie haben unterschiedliche Attachments. To the recognition of the weight of that and just the fact that they're embracing it as their destiny. Auf diesem Monitor ist zu erkennen, dass der Master Chief vorne auf einem Warthog drauf sitzt, was ulkig aussieht, aber wahrscheinlich daraus herrührt, dass man immer mit vier Leuten unterwegs ist, also als gesamtes Feuerteam, und ein Warthog bekanntermaßen nur drei Plätze hat. Das heißt, dass das vierte Mitglied des Teams anscheinend höchstwahrscheinlich auf der Motorhaube sitzt und von dort aus den Kampf aufnimmt.
This is what I was made for. This is what I was born to do. Äußerst interessantes Gimmick, das ich hier sehe. Es ist anscheinend ein Assault Rifle mit einer speziellen Camo darauf. Diese Camo hat auf sich draufstehen Free for Free. Anscheinend eine Waffen-Camo für Leute von Free for Free, möglicherweise bei Community Play Dates, an denen die Developer von Free for Free Industries mit im Spiel sind, die dann diese spezielle Waffe benutzen dürfen. Vielleicht auch freischaltbar für normale Spieler, ich weiß es nicht. Wirklich elegant sieht es jetzt nicht aus, aber hey, das haben sie vielleicht noch geändert. They're not seeing it as a situation where they were given a, you know, short change. They're seeing it as this is the way it was supposed to be. And so their attributes are solemn acceptance. They almost all of them have this sense of we're here, we're going to die one day, and it may be tomorrow, it might be 10 years from now, it's going to happen. It'll probably happen in battle, but we're going to do what we've been called to do until that happens. This is about Master Chief's journey, his past and his future. Was Bonnie Ross hier erzählt, ist möglicherweise ein ganz winziger Hint. Auf jeden Fall ist es mir irgendwie aufgefallen. Sie sagt vom Master Chief, the past and the future, die Vergangenheit und die Zukunft. Bei dem Wort Vergangenheit ist er mit seinem Helm frontal zu sehen. Genau dann, wenn sie sagt Future, wird das Bild aber gewechselt. Es ist ein Schnitt und zu sehen ist die Faust des Master Chiefs mit dem Chip von Cortana oder einem anderen Chip. Ich weiß es auch nicht, was jetzt wirklich das für ein Chip ist. Aber bei dem Wort Zukunft greift er diesen Chip und das muss doch irgendeine Bedeutung haben. Die Zukunft des Master Chief liegt anscheinend in seiner Hand und ist dieser Chip. Ja, das ist sehr viel Galileo-Mystery-Kram hier, aber ich gehe einfach mal davon aus. This is about Master Chief's journey, his past and his future. Future, future. For Chief, it's interesting because he's reunited with Blue Team. And this is the first time that we're seeing him actually rely on other people and be a part of a unit. There's also someone else looking for answers, searching for him. On the flip side, you've got Fireteam Osiris, who's a brand new team. They've never really fought together before. And I guess there's a parallel there for, you know, kind of where we were at with Halo 4. There's the fact that we built a studio and made a game at the same time. That's pretty crazy if you actually knew like what that entails. Next year will be 20 years for me in the industry, and the stories I heard on Halo 4. I think a lot of us did, and I definitely felt a lot of pressure. The bar was so high, and nobody believed that we could do it. Auf dem lustigen Plakat ist zu sehen ein böser roter Mann, der ziemlich böse schaut. Null Tage, null Wochen und drei übergebliebene Level. Das heißt, Free for Free hat mal wieder ganze Arbeit geleistet in ihrer Zeitplanung, sind bei null Tagen angekommen, sie haben keine Zeit mehr und müssen noch drei Level machen. Oder es steht für was anderes. Hängt mich auf. And so it was kind of up to us to prove everybody wrong. We brought in these amazing, talented people to make a game, but they never worked together before. Hier eine echt wunderlich bunte, verchromte Xbox 360 dort im Hintergrund zu sehen. Was genau auf dem Bildschirm dort passiert, weiß ich nicht. Warum Free for Free Industries mit 360-Konsolen arbeitet, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Und das ist doch alles größter Firlefanz. They're working with new ingredients in a kitchen they're not familiar with, and so there was kind of a craziness that came about from all that. Like, I don't know how it happened. You know, all of the things that could be against a team were against a team. We had to earn the right to carry that Halo mantle, and I think that when you are in games and when you're entertainment. Hier sind wir wieder ein bisschen an etwas In-Game-Footage gekommen, und zwar sind hier Windräder zu sehen vor einer Klippenkulisse. Erinnert mich ein wenig an die Map, aus Halo Reach, aus dem ersten Map Pack, die da hieß
Breakpoint, genau. Breakpoint, eine Invasion-Map, die ein bisschen mehr Schnee hatte als hier zu sehen. Dennoch an einer Klippe entlang führte und eine gewisse U-Form hatte. Oder Kreisform. Es war eine Kreisform. Erinnert mich ein wenig daran. Wenn ihr Breakpoint nicht kennt, einfach mal auf YouTube suchen. Halo Reach Breakpoint und da mal ein Match angucken. Und vielleicht seht ihr auch einige Ähnlichkeiten. Hier wieder zu sehen, die eben genannte Schneelandschaft erinnert auch mal wieder etwas an Breakpoint. Hier ist zu sagen, dass die Lighting-Effekte echt wunderbar sind, wie das Licht von der Sonne, diese dämmernde Sonne auf die Felsen scheint. Oberstes Merkmal in dieser Szene ist natürlich dieses riesige Allianz-Schiff, Allianz-Fahrzeug, was auch immer es ist, das auch in der Demo der E3 zu sehen war mit den riesen Füßen, das einfach mal einen Scarab so in die Tasche stecken könnte, wenn es wollte. Das hält die Klippe unter Beschuss und eliminiert dort unbekannte Feinde. There is no sure thing. We've got this big galaxy-spanning story. Oh, there's these attacks that are happening on colonies. There's this massive destruction that's happening. Somebody stop it. Somebody save the day. Sehr interessante Szene hier. Der gute Mann redet hier gerade über Attacken auf Kolonien. Das wird eine Szene von so einer Attacke sein. Und wie wir sehen, greifen die Prometheans nicht nur Planeten der Eliten an, sondern auch Kolonien der Menschen. Was man ja auch ziemlich gut sehen kann, ist eine Industrieregion, eine Industrieplattform der Menschen. Was genau dort hergestellt wird oder gemacht wird, ist unklar. Aber man sieht hier sehr schön einen gelben Mongoose, was sehr gut ein Mongoose in dem Fuhrpark dieser Firma sein könnte. Ansonsten könnte ich mir diese Farbe einfach nicht erklären. Darauf fahren, soweit ich es sehen kann, Spartan Vale und Spartan Tanaka hinten drauf. Ich bin mir aber nicht sicher, es könnte genauso gut Spartan Buck oder Spartan Lock sein, wie auch immer. Vor dem großen, runden, zylinderförmigen Ding, das da emporsteigt, was ziemlich gut ein orbitaler Lift sein könnte, ist ein Phaetom zu sehen, ein Luftfahrzeug der Prometheans, das da heftigen Schissel abgehen lässt, und ich wäre ziemlich mad, wenn ich da nur einen Mongoose hätte. But at the heart of it is again the story of these two families and these two things that they want. And if you don't have those quiet little human stories. An Buck ist anzumerken, daneben, dass er halt extrem episch designt aussieht, finde ich, sind die kleinen Gimmicks an seiner Rüstung, und zwar Anspielungen auf seine Vergangenheit als ODST zum Teil. Und direkt links neben seinem Messer, wenn man direkt vorher auf ihn drauf schaut, auf seiner Brust ist ein Herz mit ein durchschossenes Herz mit einem Pfeil durchschossen zu sehen. Hineingeritzt, ich weiß es nicht, ich hoffe, man erkennt es. Was möglicherweise auf seine Liebesbeziehung mit Veronica Dare zurückzuführen ist aus Halo 3 ODST. Es könnte andere Gründe haben und vielleicht wird es in Halo 5 Guardians nochmal angesprochen. Da wieder ein ganz kleiner Ausschnitt. Es ist ziemlich komisch, das wird auch hier ständig wieder anzuhalten, aber es geht hier primär um das Bildmaterial. War zu sehen die Hand des Master Chief über einem KI-Chip, der sehr stark nach dem von Cortana aussieht. Er greift danach, doch direkt am Ende verschwindet er. Er verpufft nicht, er digitalisiert sich nicht auf irgendeine erklärliche Art, sondern er verschwindet einfach wie eine Erscheinung, wie eine spirituelle Ghostbusters-Erscheinung. Und das lässt vermuten, dass der Master Chief ohne Cortana mal wieder motherfucking am Abdrehen ist. Verrückter Bastard. It doesn't matter how many planets you blow up, nobody's gonna care. Anyone can get lucky once. This is our sophomore effort. This is where we prove whether we can really pull Halo off. Mechanics, systems, fiction, and world. There's many other bubbles we could talk about,
And maybe in the future we will, but these are the ones I want to focus on today. We started really big. You know, new platform, can do anything. For those of you that have been in a platform transition, it's not easy. That changes a lot of things. It changes your technology, your tools, your pipeline. We didn't want to do things that kind of fit into the mold of existing Halo. But it's mostly opportunistic. It was more, what can we do to continue to evolve the franchise? So there was a lot of like, how does Halo fit into this new platform? Man muss sagen, die Intros, es wird höchstwahrscheinlich hier ein Level-Intro sein, sind sehr geil inszeniert. Man sieht hier Buck in einen Zhenghele-Krieger hinein sprinten mit seinen wohlgeformten Füßen. Natürlich fliegt der Griff des Partikelschwerts direkt in die Hände von Spartan Locke, der natürlich allzeit bereit ist, seinen hässlichen Kumpanen da, seinen Alien-Kumpanen direkt aufzusteppen. Sieht alles echt verdammt gut aus. Ich hoffe, sie haben das öfter dabei, aber ich hoffe, es unterbricht nicht den Spielfluss, sondern wird am Anfang und am Ende von Missionen oder an wichtigen Punkten nur eingespielt, wo man halt gerade sowieso nicht am Kämpfen ist, aber nicht mitten in Gefechten, wo dann unbedingt irgendwas explodieren muss oder wo unbedingt irgendjemand mit den Füßen voraus, foot first into hell sozusagen, da in eine Elite reinspringt. Das muss nicht sein. Kann man gerne als Gimmick machen, wie sich da die Spartans aus deinem Team prügeln, während du eigentlich noch im Kampf bist, ist ganz nett. Aber sonst, wir wollen es hier nicht mehr Call of Duty machen, als es eigentlich schon ist. What are things that we can do now that we could never do before? Hier zu sehen sind auf jeden Fall meist rot gekleidete Eliten, die gerade an etwas herumwerkeln, was auch eine rot-orange Farbe besitzt, die ich habe eigentlich nie gedacht, dass Eliten handwerkliche Fähigkeiten besitzen, aber anscheinend haben sie sie und sie machen da jetzt irgendwas an diesem Gerät. Und ich glaube, dass diese roten Eliten zur Fraktion des Gebieters gehören, also sozusagen freundliche Eliten sind in der Kampagne. Warum, kann ich euch später nochmal sagen, an welcher Szene ich das jetzt erkenne. So everything that we're doing is about trying to bring innovative new experiences that take advantage of Xbox One and showcase the unique capabilities of that experience. We had our whole team rolling off of 4. We wanted to engage everyone in coming up with new ideas. We had a couple hundred people all pitching things on what the next game could be. So we had to start massive, fail, fail, fail. We failed a lot until we kind of came up with spaces that we were happy with. For us, a lot of what we spent this time on was just kind of figuring out what the long-term roadmap for the studio and for the technology. I'm looking at how do we make sure we keep ahead from making sure that we're moving forward to make our engine, our tools, the best for our creative teams. With the way that we're doing it, we're continuing to develop tech, but at the same time, we need to kind of start working on the next project. So every one of those decisions you make is taking little chunks out of the end game from somebody. Weapon, sandbox, environment, like, you know, whoever's doing the work on that, they're not doing other work that could go into gameplay. Maintaining the balance between what Halo is. Hier ein kleiner Ausschnitt aus einer Spielszene zu sehen, gespielt als der Master Chief, der von einem Hunter, also von einem Jäger, von einer Metallbrücke gestoßen wird, geschlagen wird, wie auch immer. Ready Up Live oder ein Mitglied von Ready Up Live, einem YouTube-Channel, Halo-Ding, ein Mitglied auf jeden Fall davon, war bei Free for Free zu Besuch und hatte das zweite Level aus Halo 5 Guardians gespielt. Und dort war die Rede von einem Hunter, der auf eine Brücke fällt und den Master Chief in einen verhängnisvollen Abgrund hinabstürzen lässt. Das wird 100% die Szene sein. And what Halo could be or should be or needs to be. But you got to. Like, you know, we can't, the engine was made, you know, 15 years ago. There's things in this thing that we should tear out and rebuild from scratch. It was a ton of creative minds coming together and trying to figure out what we could do with a new platform, what we wanted to do with gameplay, what we wanted to do with story. And so between 4 and 5, we had some time, and it was the right time in the marketplace to go, okay, we need to go 60 frames a second. We need to go dedicated server, and if we're ever going to do those, we got to do them now. Every other Spartan, every soldier, when they hear about this, they're going to hate us. There is a certain limitation that you've got when you've got one character that's sort of driving the universe. You'll actually be playing as our new Spartan, Spartan Locke, as well as Master Chief and Blue Team. We need to answer that question of
who else out there is a badass and who else out there is somebody you'd want to play as. We wanted somebody who had a very distinct contrast to the Master Chief. It's more interesting when Chief has maybe not an antagonist, but kind of a wild card. He's gonna go try to capture the hero of the story. I'm not so much hunting a spark as I'm hunting the spark. How do we find a way so that Locke is just doing his job? Chief has always been very much shoot first, ask questions later. And while Locke is not slow on the trigger finger at all, he usually knows why he's shooting a little bit more than Chief does. Interesting perspective there, because traditionally the Master Chief has always been just follows whatever orders you tell him to do. How do you put that question on its head? Use characters in ways that we may not have expected and might be even uneasy using them. You pit him against the groups that he would normally be aligned with. Chief's always been a man apart and has always been very, very different than other people around him. But with Blue Team, these are equals. And so getting him the chance to talk to these people that he's known for years means that we get to see another side of him. There is a unique understanding that the rest of Blue Team has that even Cortana really didn't have. They've shared the same experiences of augmentation and being ripped from their home and growing up without their parents. And so I think that there's a different kind of bond there. Chief's with his old team, people who were his family, people he knows very well. Locke is the leader of a new team, so they have a completely different dynamic. They're all been drawn from backgrounds that can bring something to the table as a Spartan IV. Diese kleine Zurschaustellung von Organisationen, die Teil des UNSC sind, bezieht sich höchstwahrscheinlich auf Fireteam Osiris, dem Team von Agent Locke. Wobei zu sagen ist, dass Locke das Mitglied von ONI ist und Spartan Buck das Mitglied der ODST-Lies damals, und die kamen halt alle aus diesen Fraktionen, um dann in diesem Feuerteam zusammenzuarbeiten. Navy und Army, ich hab's auf jeden Fall gelesen, Tanaka und Vale. Wer jetzt genau wo gearbeitet hat, weiß ich nicht, aber ich denke auch, es ist relativ unrelevant. Vale's knowledge of cultures. In fact, she can actually speak Sanheili and understand the nuances of the language even better than a lot of Sanheili themselves. Tanaka's knowledge of engineering. They got a lot of like sensing equipment or little radio transceivers and things like that. Buck's general badassness. Check your mouths, find your chairs, and get set for a combat truck. He's kind of bolted on parts of his ODST gear. Let's roll out, Osiris. Made it. Yeah, safe and sound inside a crumbling building. We still got our big guy at the center of all of it. What would the answer be from Oni? Dieser Ausschnitt war bereits in der E3-Demo zu sehen. Zu sehen sind im Hintergrund auf der rechten Seite Dr. Holze mit ihrem verlorenen Arm. Sie hat ihren Arm in Spartan Ops in Halo 4 verloren. Zudem sieht man den frustenden Spartan Locke, der gerade im Kampf gegen eine Elite ist, die sehr wahrscheinlich Julem Dama ist, der Anführer der Storm Faction, der bösen Allianz, dem Allianz-Überbleibsel. Julem Dama wird auch gerne als die Hand des Didaktikers bezeichnet, der in dem Didaktiker eine Gottheit sieht und an seine Macht kommen will. Warum ich denke, dass er Julem Dama ist, hat den Grund, dass diese Elite auf der Stirn ein Hologramm hat, dessen Zeichen ich mir nicht ganz sicher bin. Aber auf jeden Fall hatte Julem Dama ein sehr ähnliches Zeichen auf die Stirn projiziert, sagen wir mal so. Und Moment, ich schau mal eben kurz. Ja, auf seiner rechten Brust, oder auf der rechten Brusthälfte, sieht man das Zeichen. Ich weiß gar nicht, wie das genannt wurde. Es ist das Zeichen von der Hand des Didaktikers. Das soll sozusagen die Hand des Didaktikers darstellen. Und somit ist es nun mal naheliegend, dass das tatsächlich Julem Dama ist, der gerade stark an Blut verliert. Our Superman, our Spider-Man, like he's there. If some of their Spartans were to go off the reserve. But around him now, we've built the Avengers. Osiris is the answer.
In dieser Szene kann man zum Beispiel meine Vermutung relativ gut sehen. Es kommt gleich nochmal eine Vermutung, und zwar: die Eliten um den Gebieter und Feuerteam Osiris sind vorzugsweise rot. Und daher meine Vermutung, dass die rot gefärbten Eliten höchstwahrscheinlich zum Gebieter gehören. Let's talk about the creative pillars. The world is your playground is our first pillar. You want to make the mechanics that enable the most cool stories to happen. You can make the player feel really powerful, or you can make the guns feel really powerful. That's where Spartan abilities really came online, where it was like, what about movement? What about the suit? We have all these different movement abilities. It changes all our metrics, our jump metrics, distance. It changes the flow of combat. How do you do an encounter if a character skips B and goes straight to C, and then comes back to B? How do you make that encounter interesting? We get to do more as artists. We get to build new ledges, build secret tunnels, things like that. Stuff that we might not necessarily do in a single-player game. Hier zu sehen eine ziemlich interessante Mechanik, die auch auf der vorgestellten Warzone-Map zu sehen war, ist das Einbrechen von angeschlagenen Wänden oder Türen, die einem erfahrenen Spieler natürlich neue Wege eröffnen, die Kampagne zu spielen, wofür Halo auch eigentlich steht. Relativ große Areale mit verschiedenen Möglichkeiten, die Situation anzugehen, vor allem jetzt mit den neuen Fireteams, die zum Beispiel, wie ich sagen würde, in Halo 4 etwas gehinkt haben. Da waren die Level mehr schlauchmäßig, du hattest nicht wirklich viele Wege, Sachen anzugehen, meistens einen, zwei, wenn überhaupt. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Unerfahrene Spieler mögen diese Risse vielleicht einfach übersehen oder wissen nicht, wie sie sie öffnen können. Diese sind zu öffnen höchstwahrscheinlich gar nicht mit Schlägen, sondern einfach nur mit dem Spartan Charge. I think the term we always have internally is your team is your weapon. On my target, engage the elite. They're not help there. On it. We always assumed there were four people. Even when people don't have a co-op partner to play with, we're putting the extra Spartans in there. I'm a longtime Halo fan. And every Halo I have felt had some big, big innovation. I would hope that people would look at Halo 5 and say, oh yeah, holy crap, Musketeers. They won't say Musketeers because that's our code name. I don't even know the origin of that. I think we just needed a term for our autonomous AI companions that kind of follow you through the campaign. We focused on the two fundamentals, the one being they're a well-integrated part of the sandbox. Hier ist relativ gut zu sehen, dass Feinde, die man für das Team angesprochen hat, als zu eliminierende Feinde anscheinend rot markiert werden mit einer roten Raute darüber. Ob diese Feinde jetzt für einen selber hinter Wänden nun zu erkennen sind, weiß ich nicht, aber ich fände es ehrlich gesagt doof, weil man hat sie ja einfach zum Töten für das Team markiert und nicht für sich selber, dass man die Feinde hinter der Deckung sehen kann. They'll play the game along with you, they'll fight with you, they'll revive you if you go down. Revive's a new mechanic in Halo 5. One of the big draws of Revive was we wanted to embrace that co-op gameplay. How could we get players to kind of stick together and work together more? And the other being Orders, which I think is potentially a big innovation for Halo. Get in that vehicle. Sehr coole Szene hier zu sehen. Vale steuert den Warthog hinten am Gauss-Geschütz in diesem Fall. Ist Edward Buck, ich glaube es ist Edward Buck, und auf dem Passagiersitz Spartan Locke. Ob Tanaka jetzt tatsächlich vorne auf der Motorhaube sitzt, ist nicht ganz klar, man sieht es hier auch nicht. Aber ich muss sagen, dieses Setting ist echt cool und ich freue mich vor allem auf dieses Level mit dem gesamten Team, mit einem Warthog durch diese Fabrik zu heizen. Hoffentlich noch so ein bisschen mit Zeitdruck oder echt harten Gegnern, wo man im Koop dafür sorgen muss, dass der Schütze auch verdammt viele von diesen Phytoms aus der Luft holt. Move over to that spot. You see this too? Attack that enemy. Take that target on the ground. Pick up that weapon. Change in tactics. It's a balancing trick because you don't want the Musketeers to be too effective. You don't want a player to be running around exploring the new Halo world and then the Musketeers kill everything. We still want the player to feel like the hero. We will have had two programmers spend the whole project on that problem. Enemy near that Give turret. The player some very simple set of capabilities. If you kind of tell them to rush up the middle, up. All the AI will kind of focus their fire on the Musketeers, allowing you to flank. And then the player's going to come up with ways of using it that we haven't even thought of. Maybe that's not innovation, but it's a crazy challenge. If that's a big risk across the team, I feel like we've taken 15 or 20 huge risks on a similar scale. It's huge. It's super ambitious and big and crazy.
but it's like half of what we started with. Halo 5, I think, to put it in a nutshell, was about not getting too comfortable with knowing we could make a Halo game. Hier sind ziemlich coole neue Allianzgeschütze zu sehen, höchstwahrscheinlich Luftabwehrgeschütze, die den Luftabwehr-Wraith aus Halo 3 ersetzen sollen, damit es so aussieht, als hätte die Allianz endlich mal wieder etwas Luftabwehr am Schlüssel. Diese gilt es höchstwahrscheinlich zu zerstören während der Kampagne. Ob die wirklich eine größere Rolle spielen, weiß ich nicht. Ob man sie bedienen kann, weiß ich leider auch nicht. Was aber ein ziemlich nettes Gimmick für ein Level wäre, Luftabwehrgeschütze zu bemannen oder sie von dem Team bemannen zu lassen, um dort einen Haufen von Gegnern, die sich im Anflug befinden, zu eliminieren. You can do it once. You can do that crazy Halo 4 thing once, but you don't want to repeat that. You want to get better and better at making a. Hier zu sehen ist ein Kerl, der von einem eben genannten gelben Mongoose absteigt. Dieser Kerl sieht einfach total, also auf jeden Fall ist es kein Spartan, ich glaube auch kein Marine, es ist irgendein Arbeiter, der sich jetzt denkt, ich fahre jetzt mit diesem Mongoose durch die Gegend. Könnte aber auch ein Marine in spezieller Ausrüstung sein, der gegen toxische Gase geschützt ist. Möglicherweise ist diese Fabrik ja irgendwas, was mit Gas zu tun hat, was jetzt dafür sorgt, dass die Marines ein bisschen besser ausgerüstet sind. Vielleicht erklärt das auch die Farbe der Fahrzeuge, aber hier kann man das gut sehen, dass die Warthogs und der abgestürzte Pelican alle eine gelbe Farbe haben. Und eigentlich würde ich sagen, dass Pelicans und Warthogs, die allem Anschein nach Geschütze hinten dran montiert haben, dass das keine zivilen Fahrzeuge sind, sondern eher vom Militär genutzt werden. Also warum diese gelbe Farbe? Das ist die Frage. Halo game. The confidence we've had in this project to take on some of the technical challenges. Just 60 frames a second would probably be enough to put on paper 3 years ago and have us go like nothing away. In diesem Shot mal wieder zu sehen, was wir auch in der Demo gesehen haben, ist, dass sich Jäger in einem Level erbauen können aus den Legolo-Würmern. Die kreuchen und fleuchen umher und werden dann eins mit der Rüstung, um dann plötzlich da zu sein. Das wird wahrscheinlich die Häufigkeit, wie Jäger von einem Spirit oder von einem Phantom gedroppt werden, wird das etwas schrumpfen, die Häufigkeit auf jeden Fall. Und es kommt öfter vor und vielleicht in einem speziellen Level, wo Legolo-Würmer gehalten werden oder sie in ihrer Heimat, keine Ahnung, wo sie sich halt öfter mal zusammen formieren, um dann vielleicht sogar auch größere und noch stärkere Jäger zu erschaffen, als die wir bisher kennen. There's a lot of work. We're establishing infrastructure. We're making, you know, kind of laying the foundation that we're going to build on top of for the future, whether it's, you know, this game or whether it's the next game or whether it's something else down the line. And I hope people will look back and they'll say, oh, that's where that started. It can be a tough transition, it can be hard, but then once you have that path. In diesem Shot, sehr interessant, wo man hier den Jäger sieht, der sich selber schützen will, sind die ganzen echt heruntergekommenen Leichen. Man sieht Skelette überall auf dem Boden. Das erste Mal, soweit ich mich erinnern kann, in einem Halo-Spiel, wo irgendwo Skelette rumliegen und nicht einfach irgendwelche Leichen. Also warum sind diese Menschen in dieser Einrichtung wirklich so lange tot anscheinend, oder wurde ihnen die Haut abgebrannt? Irgendwas Spezielles ist in dieser Einrichtung passiert. Was genau das ist, bleibt aber leider abzuwarten. Then you got it. Because I can see where we could go and where I want to go. Hier sieht man den Master Chief an einem Joystick rumbedienen. Allem Anschein nach an einem Fahrzeug auf jeden Fall, also in einer Cutscene meine ich jetzt. Welches Fahrzeug das jetzt genau ist, eine ähnliche Szene hat man ja in Halo 4 in einer Cutscene gesehen, wo er den Broadsword gesteuert hat gegen Ende des Spiels. Was steuert der Master Chief da und was hat er damit vor? There's definitely a human drama at the core of that, and how these two teams relate to each other as they cross paths.
Hier die Szene, auf die ich ursprünglich hinaus wollte. Man sieht hier gerade zum ersten Mal die Halo 5 Version von Thomas Lasky, Kapitän der Infinity. Ich muss sagen, er sah in Halo 4 irgendwie ein bisschen besser aus und jetzt irgendwie ist er total traurig anscheinend, weil diese wundervolle rote Elite hier anscheinend das Kommando übernommen hat und wie ich halt eben sagte, rote Eliten und die geht hier neben Lasky vorbei und keiner schießt, das heißt, sie wird freundlich sein. Dahinter zu sehen ist ein Lich, ein Luftfahrzeug der Allianz bzw. der Eliten. Auch mit einer leicht roten Farbe, rot-orangelich. In Halo 2 Anniversary war einer dieser Liches zu sehen in der Intro und im Outro von Halo 2 Anniversary eben. Dort war er aber noch gelb. Aber ich denke, es wird hier von dem gleichen Lich oder von der gleichen Lich-Klasse gesprochen. Keine Ahnung, ob Edward Buck hier gerade seine Zieltechnik verbessern will oder warum er jetzt einfach so sinnlos mit dieser Magnum herumfuchtelt. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist das Aussehen dieser Magnum. Sie sieht nämlich relativ gegenwärtig aus. Wir haben in unserer Zeit ähnliche Pistolen mit ähnlichem Aussehen. Was dabei bei dieser Pistole auffällt, ist der obere Teil der Pistole, der anscheinend weiß ist. Warum ist der weiß und warum hat er so eine wunderliche Form? Wie ich eben sagte, er sieht sehr aus wie eine Pistole aus der Gegenwart, nicht wie eine typische Halo-Pistole, die, wie wir wissen, vorne am Lauf etwas dicker ist und sie sieht einfach aus wie eine Halo-Pistole, diese wiederum nicht. Ist das eine Pistole von den Arbeitern dieser einen Fabrik, die wir gesehen haben? Oder was soll denn dieser ganze Mist überhaupt? Diese Pistole extrem wichtig für das Spiel. It is about heroism, but not an individual heroism. It's the convergence of the player's abilities, the tools that they've picked up along the way, and then the situation that they're thrust into. Halo's kind of got that in spades. I think we'll have done a good job if people are shocked at the end of the game and surprised by the direction that that took. Cortana. I think the biggest question that Halo asks when someone grabs a controller and starts playing it is. Die Silhouette von Cortana, der Master Chief, geschockt über ihre Existenz. Eingehüllt von schwarzem Rauch, es scheint eines von den Psychoträumen von John 117 zu sein. Dabei anzumerken ist die wunderbare Pianomusik im Hintergrund, die so ultimativ an Halo erinnert. Und dieser eine Knackpunkt der Story, den jetzt wohl jeder herausgefunden haben muss, die Suche des Master Chiefs nach Cortana. Cortana wird am Ende dieses Spiels eine extrem wichtige Rolle haben. Die Entwickler sagen, man wird geschockt sein, was passiert. Es kann viel passieren, es wird etwas mit Cortana zu tun haben. Cortana hat ihre Finger im Spiel. Was kann es sein? How far can you push this thing? Nun gut, das war das Vidoc von Free4Free Industries Hero Reborn. Man hat relativ, viel gesehen. Ich habe ein bisschen mit etwas mehr Footage gerechnet, so mit ein paar neuen Sachen, weil man hat viel schon in der E3-Demo gesehen. Dennoch konnte man einiges daraus lernen, was wir an Fahrzeugmechaniken teilweise haben. Den Mantis haben wir auch gesehen. Und ich muss sagen, dieses Vidoc bremst meine Erwartungen an Halo 5 kein Stück. Ich freue mich wie eh und je auf dieses Spiel. Und wenn ich entscheiden müsste, wenn ich in einem Koop-Game bin und ich spiele nicht den Master Chief, den ich halt natürlich am liebsten spielen würde, weil es der Master Chief ist, würde ich sehr gerne auf Kelly zurückgreifen. Sie hat nämlich als startendes Loadout eine Shotgun und ich bin ein großer Shotgun-Liebhaber, aber auch interessiert mich Kelly als Charakter. Ich habe die Bücher gelesen und Kelly ist ja die super schnelle Puma-artige Spartan und sie sagt mir irgendwie am meisten zu von den Spartan-Charakteren, die einem vorgeschlagen werden, neben Frederick, Linda, Spartan Lock, Edward Buck natürlich, den ich auf der Seite von Fireteam Osiris spielen würde, weil Edward Buck ist halt einfach eine coole Sau. Wie Agent Locke sich da schlagen wird, weiß ich noch nicht. Von Tanaka und Vale hat man nicht viel gesehen. Ich muss sagen, Vale ist verdammt heiß. Aber das heißt ja nicht, dass ich sie spielen würde.
Und ja, dieses VidOc war echt cool. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, wer euer Lieblingsspartan ist, neben dem Master Chief, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht haben wir auch welche, die sagen, hey, der Spartan gefällt mir mehr als der Master Chief. Edward Buck ist einfach, hey, der ist ODST und das ist nun mal so. Schreibt es unten in die Kommentare, da habt ihr was darüber zu quatschen. Ich bin Ishma, auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Habt ihr noch mehr Lust auf ultimative Halo-Action? Klickt auf dieses Video und ihr gelangt zu unserem Feedback zur E3 2015 mit Augenmerk auf Halo 5 Guardians. Oder klickt auf dieses Video, um ultimatives Chaos zu erleben mit mir, Ishma, und natürlich dem einzigartigen Quert. Interessiert euch die Geschichte von Edward Buck? Schaut bei mir bei Nostradamus Gaming vorbei und schaut das Let's Play von Halo 3 ODST.